So Leute, ich habe Post bekommen. Müsste der Selfie-Stick sein. Was anderes habe ich nämlich nicht bestellt. Gucken wir uns an. Er soll mit Beleuchtung sein. Das heißt, wir können nicht nur wieder IRL-Streams machen ordentlich, sondern auch eine Nachtwanderung, wenn das mit der Beleuchtung richtig klappt. Weil dann kann das Problem bei zum Beispiel der Stirnlampe ist halt, die leuchtet aufs Handy und nicht auf mein Gesicht. Aber das wäre etwas, was mich anleuchtet. Das heißt, ihr könntet meine Fresse sehen nachts. Das heißt, wir könnten Nachtwanderung machen und nachts spazieren gehen. Was sehr praktisch ist, weil ich gerade abends für gewöhnlich gerne einen Spaziergang mache. Ich krieg mich auf. Und da freue ich mich richtig drauf. Unboxing des Males war relativ billig. So, ich erwarte keine geile Qualität. Ich erwarte aber Qualität im Sinne von es hält. Weil hat, glaube ich, fast 15 gekostet. 20. So um den Dreh. Okay, das ist es. Es ist relativ schwer. Ich glaube, so einen schweren Selfie-Stick hatte ich noch nie. Kann aber auch sein, dass natürlich noch viel Pappe drin ist und so. So sieht's aus. Es hat auf jeden Fall hier leuchtet. Es hat hier vor allem eine Beschädigung. Vielleicht ist es Reklamationsware und ist deswegen so billig gewesen. Kann ja sein. Weil es war ja eigentlich gerade noch mein Papa eingepackt. Das heißt, hier hätte eigentlich nichts passieren können. Alter. So, es ist ein USB-Kabel dabei, vermutlich um die Lampe zu laden. Hier erstmal USB-Kabel, ein kleines. Ganz normales Micro-USB-Kabel. Ja, da haben wir es. Ist mit Standfuß, das war mir wichtig für die Streams. Ganz normales Ding, klappst du auf. Kannst du nicht hinstellen, weil das Ding hier länger ist als das. Das ist ein bisschen... Kann man das irgendwie nach unten ziehen? Ja. Okay, das ist ein bisschen blöd, ehrlich gesagt, weil wenn dann hier Gewicht drauf ist, kann es ja sein, dass das immer durchrutscht. Das jetzt irgendwie festdrehen kann. Ja, okay, du kannst es drehen. Wenn du es drehst, rutscht es nicht mehr nach oben. Okay. Bisschen wackelig, das ist man von den Dingern aber gewohnt. Okay, woher weiß ich jetzt, wenn ich es zurückdrehe? Nee, warte. Wie geht das jetzt genau? Okay. So ist normal. So geht es leicht drauf und runter. Ich kann es aber auch so ein bisschen drehen, dann hält es ein bisschen besser. Das war, glaube ich, nicht so gedacht. Ich glaube, dass die gehen einfach davon aus, dass das so hält, wenn du es rauf und runter ziehst. Okay. Okay. Aber Selfie-Stick-mäßig würde ich gerade mal sagen, geht's. Hier oben ist die Lampe. Ja, gerade ging's. Hat verschiedene Helligkeiten. Ist jetzt nicht so krass, aber ich glaube im Dunkeln, für dass man mich sieht, reicht es. Kann ihn auch relativ lang machen. Der hat eine echt solide Länge. Ich meine, so würde ich ihn normalerweise halten. Dann bräuchte ich nur die halbe Länge für den Stream. Oh, der hat hier sehr... Das hier, wo man es festmacht, ist sehr klein. Sehr viel Potenzial, dass es rausrutscht. Und wie lädt man... Ah, hier oben ist ein Anschluss. Da lädt man die Lampe. Dafür ist dann vermutlich auch das Kabel. Mal kurz gucken. Ob das hier auch reinpasst, tut es. Oh, man kann sogar hier drehen. Das ist durchaus praktisch. Die Frage ist nur, wie gut hält das? Weil das ist schon sehr leicht drehbar. Na gut. Auch hier... Gibt jetzt hier keine Stabilisierung, das heißt, man muss einfach halten, dass das hier nicht ausleiert. Aber erstmal würde ich sagen, qualitativ geil. Ja, das ist er. Ich wollte euch einfach nochmal kurz zeigen, Leute. Freut euch für mich. Wir machen wieder mehr IRL-Stuff.